Design Thinking ist eine nutzerzentrierte, teamorientierte Methode. Viele Leute sehen das als eine Innovationsmethode, also eine Art, neue Ideen zu entwickeln. Ich persönlich sehe es als eine partizipative Methode, denn durch die radikale Nutzerzentrierung und Stakeholderzentrierung bringt man Stakeholder und Nutzer in einen Gestaltungsprozess hinein. Es heißt Design Thinking, weil es im Grunde genommen die Arbeitsweisen und Arbeitsansätze der Gestalter nimmt und die auf Probleme anwendet, die normalerweise Gestalter nicht bearbeiten würden. Gestalter sind ja traditionellerweise produkt- und serviceorientiert, aber im Design Thinking haben wir einen weiteren Blick. Wir gucken Organisationsentwicklung, sehr viele soziale Probleme. Wir schauen uns an, wie man Organisationen neu strukturieren kann und. Ja, was sind die Chancen von Design Thinking? Also wir am HPE School of Design Thinking überlegen uns schon, what comes after Design Thinking, also was kommt nach Design Thinking. Ob man das jetzt nun Design Thinking, Human-Centered Design nennt oder was immer der neueste Ausdruck dafür sein wird. Es geht einfach darum, dass man interdisziplinär und mit diversen Teams, also mit Teams, die bunt gemischt sind, komplexe Probleme, unsere komplexe gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Probleme versucht zu lösen. Und zwar konkret, also mit konkreten Ansätzen, die dann auch getestet werden. Also bleibt nicht nur auf Konzeptebene. Und egal, wie man das nennt, die Probleme gehen nicht weg, die werden nicht weniger komplex. Und ich denke, diese Arbeitsweisen sind fundamentale Arbeitsweisen des 21. Jahrhunderts oder unserer mittelfristigen Zukunft. Und egal, wie man es nennt, das wird so weitergehen, denn die Probleme werden nicht weniger. Naja, in gewisser Weise machen Entrepreneure das ja ohnehin schon instinktiv. Vieles fast von dem, was wir am HPI tun, ist, dass wir versuchen, diese entrepreneurial Arbeitsweise in etwas verknöchertere und größere Strukturen zu bringen. Also viele Entrepreneure arbeiten ohnehin so. Und wenn ich mir mal Günter Faltins Idee, dieses Konzept Kreative, das ist ja schon sehr nah an dem, oder wir sind schon sehr nah an dem konzeptkreativen Ansatz, dass man versucht, Probleme durch die Sicht von Nutzern und Stakeholdern zu verstehen und dann erst zu Lösungen zu gehen. Und ich denke, das ist ein fundamentaler Teil von Design Thinking, dass man erstmal Probleme problematisiert und nicht gleich denkt, man hat die Lösung. Und nachdem man das Problem wirklich sehr lange durchgekaut hat, oder klingt jetzt nicht so wahnsinnig, sich das nochmal neu überlegt hat, dann erst in den Lösungsraum tritt. Und ich denke, das ist sehr ähnlich, wie Entrepreneure ohnehin schon arbeiten. Also von dem Workshop, das ist normalerweise ein 2-Tagen-Methoden-Workshop. In diesem Workshop lernen die Teilnehmer die Arbeitsweisen und Methoden des Design Thinkings kennen. Ja, sie werden auch einige Methoden kennenlernen, die sie auch gleich anwenden können. Aber es geht im Grunde genommen primär darum, dass sie erleben, was es heißt, Design Thinking zu machen und in kleinen Teams kollaborativ an einer solchen Fragestellung zu arbeiten. Wir nehmen normalerweise eine Fragestellung, die eher didaktisch ist, obwohl ich mich jetzt gleich mit dem Kollege Stehler treffen möchte, der möchte gerne die Probleme reinfüttern. Schauen wir mal. Generell geht es darum, dass man Design Thinking erlebt, dass man vielleicht Appetit bekommt, mehr zu lernen, dass man aber auch schon einige Methoden und einige Sachen mitnehmen kann, die man schon gleich, also wir werden am Samstag enden, schon gleich am Montag anfangen kann. Und generell sehr viel Spaß. Wir haben immer sehr viel Spaß dabei. Achso, warum sollte man zum Summit kommen? Der Summit ist der bunteste, lustigste, interessanteste, inspirierendste Ansammlung von Entrepreneuren und irgendwie auch ein Ort, in dem Entrepreneurship neu gedacht wird. Und zwar so gedacht, dass er nutzerorientiert ist. Deswegen fühlen wir uns Design Thinker. Es sind ganz viele Absolventen der D-School hier. Jedes Jahr wieder, werden immer wieder mehr. Warum? Weil Günter Faltin genau das versteht. Das ist diese Nutzerzentriertheit, das ist Radikale. Es geht nicht darum, irgendein Konzern irgendwelche Innovationen zu verkaufen, damit die ihre Absätze. Darum geht es nicht. Es geht darum, Probleme zu lösen. Und das zieht uns Design Thinker an.